Hallo bei Hofer, gefühlte 33 Grad, der Hochsommer ist zurück, halten uns nicht ab, ein Video über das Hofer System als Channel Strip zu drehen. Und hier haben wir eine Gitarre, die lasse ich einfach mal durchlaufen, die werden wir gleich dann gut bearbeiten. Okay. Was meinst du? Was sollen wir alles tun hier? Auf jeden Fall schon mal gut gespielt, also da brauchen wir schon mal nichts reparieren. Schmeichler. Aber vielleicht ein bisschen tiefmittig, ein paar Höhen könntest du vielleicht auch vertragen und dann sehen wir mal weiter, ne? Ich sichere das mal hier als Snapshot, dann haben wir immer eine Referenz, weil als erstes insertieren wir Hofer System. Denn damit wollen wir heute arbeiten. Genau, darum geht's. Und ich glaube, dass man mit nichts, wirklich mit nichts, so gut Channel Strips bauen kann mit Hofer System. Ja, als erstes machen wir dann mal diesen Parametric-EQ rein. Wir schauen uns das vielleicht nochmal kurz an und überlegen, was wir tun. Ich weiß, es ist ein bisschen böse, ne? So mit Analyzer und dann Schrauben, aber es funktioniert und es macht das Leben einfacher, wenn man weiß auch, was man tut, ohne dass man sich wund hört. Ja. Also für mich waren es zu viele Tiefmitten. Ja. Also ich schaue hier auf den Analyzer, viele Tiefmitten. Wo haben wir denn viele Tiefmitten? Irgendwas hier. Ich würde sagen, bei 250 nehmen wir mal ein bisschen was raus. Da können wir mal anfangen. Da ist ja auch, die sind oft die Grundtöne von der Stimme. Genau. Das heißt, da zu cutten wird, denke ich, nicht schaden. Auch der Grundton der Snare liegt oft in diesem Bereich, zwischen 200 und 250. Und wenn man da dann ein bisschen Platz schafft, dann knallt es mehr und der Sänger hat mehr Platz. Das kann nie verkehrt sein. Ja, Q-Faktor, kann man machen, 3, so irgendwas. Ne? Und ich lass mal laufen und ziehe langsam ein bisschen was raus. Also für mich schon, man sieht hier auch deutlich, was passiert. Für mich so schon deutlich eine, das räumt jedenfalls schon mal gut auf. Ja, einen funktionaleren Sound, weil das ist auch so ein Bereich, wenn hier zu viel Energie ist, um die 250, 300 Hertz, dann ist die Gitarre laut in der Mischung, nimmt vielen Instrumenten was weg und man hört sie nicht mal wirklich. Ne? Das ist so ein Bereich. Ne? Wird sich wahrscheinlich in der Fachliteratur nicht durchsetzen. Der Egal. Okay, noch was zum Wegtun wäre vielleicht dieses Ding da unten, dieser kleine Appendix unter 100 Hertz brauchen da wir nicht wirklich. Da spielt die Gitarre nicht wirklich was, das sind irgendwelche Nebengeräusche, die schalten wir weg. Das liefert mir auch die Möglichkeit, einen Hitten-Bedienungs-Dingsbums zu zeigen. wenn man mit Alt gedrückt hält und dann auf Plus drückt, wird das Band kopiert. Okay. Das hat jetzt in diesem Fall den Vorteil, dass ich dieses Band dann, so wie ich es eingestellt habe, an zweiter Stelle habe und links dann für mich optisch ein bisschen klarer den Low-Cut machen kann. Das habe ich gern ganz links. Okay. Und also ich kopiere das quasi und ändere das linke dann ab und muss dann nicht irgendwelche Werte vorübertragen, wenn ich links eins brauche. Weil ich kann, ich nehme es nochmal hier kurz weg, ich kann ganz links nichts einfügen, aber ich kann halt dieses Band einfach kopieren und kann dann hier was einfügen und behalte die Einstellung, die vorher da war. Ne? Mhm, alles klar. Dann 24 dB Filter und ich lass mal laufen, aber so um die 80 Hertz. Ja. Viel höher, denke ich, sollten wir nicht werden. Nee, aber das übertreiben müssen wir es da nicht. Aber jetzt ist natürlich hier schon mal ein bisschen weniger Energie. Das freut den E-Bass und freut wahrscheinlich auch die Bassdrum. Was machen wir noch? Vielleicht erstmal ein paar Höhen geben noch. Gute Idee. Alles klar. Jetzt haben wir 2K. Fangen wir mal an. Mit einem Shelfing. So ein Shelfing in den Höhen ist auch eine schöne Sache später für den Mix, weil man da nochmal die Möglichkeit hat, nur die Durchsetzungskraft der Gitarre zu verstellen und nicht nur dann den Fader benutzen muss, sondern einfach, wenn es im Prinzip in den Bässen schon genug Lautstärke da ist, dann noch ein dB mehr erhöhen, dann kommt es einfach ein bisschen weiter nach vorne. Mhm, okay. Wir schauen mal, wie das klingt. Ja, das greift schon ziemlich gut. Mir klingen die Höhen jetzt ein bisschen zu modern. Ich würde noch ein bisschen runtergehen.
Dadurch wäre der Sound ein bisschen vintager. Okay, ein bisschen die Hochmitten dann noch mehr. Genau, ein bisschen mitnehmen, ja. Und das passt auch zu dem Wawa-Sound ganz gut. Okay, jetzt sind wir doch relativ hell geworden. Lass uns noch ein paar richtig tiefe Bässe dazu machen, aber nicht in dem Bereich der Tiefmitten, sondern wirklich so 100 Hertz. Okay, das heißt, wir heben bei 100 irgendwo was an und darüber bei 200 senken wir dann ab, damit dann gleich. Genau, wir tauschen die so ein bisschen. Okay, alles klar. Das heißt, hier machen wir noch ein Band dazu. 100 Hertz und was nehmen wir da für einen Q-Faktor? Um die 5 oder so. Ja, da kommt schon was. Ne? Vielleicht ein Tacken viel. Ich würde auch hier nochmal ein klein bisschen weniger machen. Ich würde sagen, wir vergleichen jetzt mal mit und ohne Equalizer. Okay. Mit. Ohne. Deutlich. Ist ein bisschen aufgeräumter und wird sich durch die Aggressivität ein bisschen besser durchsetzen. Hat aber auch natürlich untenrum so ein bisschen mehr Bums, was nicht schlecht ist. So ein letztes Feintuning findet dann wahrscheinlich auch eher in der Mischung dann statt. Genau, solo kann man ja eh nie alles bearbeiten. Jetzt machen wir eine Kompression. Und das ist ja eine Stereospur. Man hat es gesehen, das sind zwei Monospuren in einer Gruppe und dadurch Stereo. Das heißt, eine Gitarre ist hart links und die andere ist hart rechts. Genau. Und dementsprechend nehmen wir dann so ein Dual Mono, weil ich würde gern die linke Seite völlig unabhängig von der rechten Seite komprimieren. Mhm. Und das geht damit ja recht einfach. Alles klar. Auch hier wäre dieser Channel-Kompressor wahrscheinlich die bessere Wahl, also weil der einfach dem SSL-Pult entspricht und man da mehr Hörgewohnheiten hat. Der Zoom-Kompressor entspricht ja andererseits dem Master-Modul, der ist für irgendwelche Balancing-Sachen im Mastering oder wenn es um so ein Final Touch bei Keyboards geht, vielleicht eher geeignet. Aber dieser Channel-Kompressor, der greift eigentlich ein bisschen deftiger zu und für so eine heftige Gitarre, denke ich, macht das einen guten Job. Jetzt drehe ich aber mal panningmäßig das ganz nach links. Weil jetzt momentan hören wir erstmal nur die linke Seite, ich stelle die Kompression ein und kopiere es dann en bloc in die rechte Seite. Okay. Dadurch sparen wir uns das permanente Ändern von zwei Modulen gleichzeitig. Das ist ein bisschen viel. Längere Tag-Zeit, weil der Anschlag ist eh nicht so arg, der kann sich ein bisschen durchfräsen. Und bleibt noch Threshold, ein bisschen hoch. Ich denke, wie die so 3-4 dB in der Kompression liegt, ist eigentlich gut. Ja, es gleicht einfach ein bisschen aus, ne? Genau. Und es pumpt auch so ein kleines bisschen. Der Sound wird vielleicht ein bisschen wilder dadurch. Ist erstmal okay? Ja, ich bin einverstanden. Dann drücke ich jetzt Alt. Ich mach mal Stopp. Ich drücke Alt und klicke auf das Modul, behalte die Maustaste gedrückt und lege das dann nach unten. Und dadurch kopiere ich das Modul. Mal mit, mal ohne Kompression. Das war mit. Das ist ohne. Okay. Nochmal mit. Ja, wird so ein Tacken größer. Ist auch immer eine Lautstärke-Sache natürlich, aber die leisen Signale werden jetzt halt einen Tacken lauter, wobei die lautesten Signale ein bisschen leiser werden. Also ein bisschen eine Angleichung findet auf jeden Fall statt. Wir könnten noch ein paar Effekte machen. An was denkst du da so? Och, ich habe da so ein kleines Echo gemacht mal irgendwann. Ein ganz, ganz simples Delay. Das können wir gerade mal hinten dran legen, gucken, was passiert. Alles klar. Das ist ein 16. später kommt das im Beat. Das ist das reine Echo-Signal. Ich würde sagen, ich mache es noch ein bisschen dunkler. Also dieses Echo-Modul sieht vielleicht kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Man hängt einfach nur dieses Delay-Modul hier rein und macht dann einen Low-Cut hinten dran und dann hat man hier einen Feedback-Weg und sofort hat man Echo. So funktioniert Echo einfach. Genau. Aber es gibt da auch ganz viele Presets hier in diesem
Delay-Bereich und das ist auch nur ein modifiziertes Preset. Ich weiß nicht, ich glaube, das Mono-Tape-Delay oder so war das, naja. Bei dem ich einfach die Verzerrung rausgenommen habe, okay. Weil ich die hier nicht brauche. Und dann, wenn man so einen Effekt dann hat, der einem gut gefällt, dann kann man das jederzeit einfach abspeichern und das steht einem dann auch dann hier unten zur Verfügung. Aber wir werden mal noch auch ein kleines Tutorial machen, wo es dann nur um die Preset-Verwaltung geht. Die ist sehr einfach, aber man muss sie halt verstehen. Hier gehe ich jetzt mal auf ein vernünftiges Wet-Dry-Verhältnis. Okay. Ist doch nett. Also ich finde gerade mit so einer Baba-Gitarre, wenn sich so diese Resonanzen da durchschieben, da ist ein Echo eigentlich eine sehr dankbare Sache. Wahrscheinlich würde es mir jetzt für die Mischung so schon reichen, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, mache ich einfach mal noch einen kleinen Reverb hinten dran. Das cool. Zeigt einfach die Möglichkeiten, die man hier hat. Das ist auch eben für mich der Grund für so einen Channel Strip, der ressourcenschonend all diese Möglichkeiten bietet. Weil man halt für jede Gruppe, für jedes Instrument kompromisslos genau das machen kann, was man dafür braucht. Und das kann natürlich auch manchmal noch ein zusätzlicher Raum sein. Und gerade dieses Algoverb, finde ich, klingt sehr gut, ist aber auch extrem CPU-schonend. Ja, den Hall finde ich jetzt ein bisschen groß und nicht so wirklich geeignet. Ich würde mich aus einem Blade bedienen und nehme mal diesen etwas kleineren Ambimod. Und modifiziere den ein bisschen nach meinen Vorstellungen. Ich mache ein kleines bisschen länger. Okay. Modulation finde ich gut. Was mir jetzt nicht gefällt hier ist, dass er so hell klingt. Dann nehme ich da mal ein bisschen, das soll ein bisschen Vintage-mäßiger werden. Eher so okay. Federhall-mäßig. Die tiefen Bässe können wir uns hier im Hall auch sparen. Wir müssen ja keine Kompromisse hier eingehen. Das heißt, wir stellen es ja nur den Hall jetzt für dieses Instrument so präzise ein. Das hat große Vorteile, geht aber nur mit so einem performanten Channel-Strip. Ein Auxiliary-Send, da muss man sich halt mehr mit eben, Kompromissen wenn man, dann. Wenn man irgendwie einen Hall für alle Gitarren oder für alle Instrumente hat, dann kann man eben solche feinen Anpassungen eigentlich meistens nicht durchführen, weil es dann für ein anderes Instrument wieder nicht so gut klingt. Ne? So ist es. Und gerade das mit den Bässen macht schon auch einen großen Unterschied aus. Ne? Das ist jetzt die Bässe gefiltert und das ist... Aber ich brauche diesen Hall nicht in den Bässen, der matscht eigentlich nur rum. Die Bässe sind druckvoller ohne diesen Hall, deswegen weg damit. Nur so 200 Hertz. So wollen wir es natürlich nicht lassen. Nö, jetzt machen wir noch ein vernünftiges Mischverhältnis. Ein Tacken mehr könnte es sein. Ist doch nett. Wir haben jetzt einen Equalizer, wir haben eine Dual-Mono-Kompression, also rechts und links wird unabhängig voneinander komprimiert. Das ist manchmal auch schon ein bisschen tricky zu machen mit traditionellen Plugins. Mhm. Wir haben ein Echo hinten dran mit einem kleinen Feedback und noch ein Hall. Und das alles sehr übersichtlich verpackt in einem einzigen Plugin. Das heißt, wenn man jetzt wie hier bei Logic zum Beispiel das Plugin mit dem Wechsel der Spur direkt aufrufen kann, dann sehe ich immer alles, was ich mache, mit nur einem Klick. Also ich muss gar nicht zwischen verschiedenen Sachen hin und her springen. Sollen wir vielleicht nochmal vergleichen, einmal komplett ohne System und dann einmal mit? Sehr gerne. Das ist mit. Jetzt ohne. Ja, ist ziemlich sagen, eindeutig, was passiert. Ne? Mission erfüllt. Ne? Ja. So kann der Sound sich in der Mischung wohlfühlen. Und wir können Schluss machen mit diesem Video. Alles klar, dann probiert doch selbst ein bisschen rum. Man hat einen sehr großen Channel Strip mit System an der Hand, bei dem man wirklich viel auch ausprobieren kann und die Reihenfolge immer anpassen. Man hat MS, Dual Mono, alles zur Hand, wenn man es gerade braucht. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Viel Spaß mit Tontechnik und System. Tschüss. Ciao.